Laudetur Jesus Christus, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Zuschauer, zu dieser Live-Übertragung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Wir übertragen am heutigen 18. Sonntag im Jahreskreis vom Petersplatz in Rom das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Mein Name ist Silvia Kritzenberger, ich freue mich, dass ich Sie heute wieder durch diese kurze Liturgie begleiten darf. Ich grüße alle, die über unsere Partnersender mit uns verbunden sind, EWTN und KTV, Radio Horeb, Radio Maria Österreich und Radio Maria Schweiz. Und mein Gruß geht natürlich auch an alle, die über unsere Webseite, Facebook, Apps und YouTube heute mit dabei sind. Ja, Papst Franziskus hat eine anstrengende Woche hinter sich. Am gestrigen Samstagmorgen ist er von seiner 6-tägigen Bußwallfahrt nach Kanada zurückgekehrt. Eine Reise, die ganz im Zeichen der Heilung und der Versöhnung stand. Und die der Papst schon mit einer ausführlichen Vergebungsbitte an Indigene begonnen hat. In Kanada hat sich der Papst mehrfach mit kanadischen indigenen Vertretern der First Nations, Metis und Inuit getroffen. Und bei der fliegenden Pressekonferenz auf dem Rückflug nach Rom hat Franziskus die Auswirkungen des staatlich-kirchlichen Internatssystems auf die indigene Bevölkerung Kanadas als Völkermord bezeichnet. Es waren ereignisreiche Tage und als erster Papst ist Franziskus auch an den Polarkreis gereist, wo er die dort lebenden Inuit besucht hat. Viele der rund 65.000 kanadischen Inuit leben in einer desolaten wirtschaftlichen Situation. Sie haben eine der höchsten Armutsraten und die höchste Suizidrate weltweit. Mit der Kolonialisierung und der Zwangsmissionierung durch europäische Einwanderer, mit dem Zwang, die westliche Kultur anzunehmen und sich in die Weltwirtschaft einzubringen, schmolzen ihre Lebensgrundlage, ihre Kultur und ihre Traditionen dahin. Auch ihre Kinder wurden gezwungen, Residential Schools zu besuchen, Internate, in denen sie fernab ihrer Familien, ihrer Kultur beraubt, misshandelt und missbraucht wurden. Im Auftrag der kanadischen Regierung betrieben hauptsächlich die Kirchen, vorneweg die katholische, diese Einrichtungen. Auf dem Platz vor einer Grundschule hat Franziskus die Betroffenen um Vergebung für das Böse gebeten, das von nicht wenigen Katholiken in diesen Schulen begangen wurde. Das Schicksal der Indigenen geht Papst Franziskus nahe und die Dimensionen dieser Reise, das Schicksal der Ureinwohner, gingen weit über Kanada hinaus. Ja, und bei der fliegenden Pressekonferenz am Samstag hat sich Franziskus auch zu seinen Reiseplänen geäußert. Seinen bisherigen Reiserhythmus könne er wohl nicht fortsetzen. Er wolle aber an seiner Kasachstan-Visite im September festhalten, so der Papst. Auch die Ukraine will er besuchen. Und wie für Juli geplant und abgesagt, den Südsudan und den Kongo. Ja, und wir hören es am Applaus. Papst Franziskus ist ans Fenster seines Arbeitszimmers im Apostolischen Palast getreten. Wir hören jetzt seine Katechese. Liebe Brüder und Schwestern, guten Tag. Das Evangelium der heutigen Liturgie, im Evangelium der heutigen Liturgie richtet ein Mann folgende Bitte an Jesus. Meister, sag meinem Bruder, er soll das Erbe mit mir teilen. Es ist eine Situation, die leider oft vorkommt. Ähnliche Probleme sind immer wieder an der Tagesordnung. Wie viele Geschwister, wie viele Familienmitglieder streiten sich, ja, sprechen vielleicht nicht mehr miteinander, das alles nur wegen eines Erbes. In seiner Antwort hält sich Jesus nicht mit Einzelheiten auf. Er geht direkt zur Wurzel der Spaltungen, die durch den Besitz von Dingen verursacht werden. Und er sagt, hütet euch vor jeder Art von Habgier. Hütet euch vor jeder Art von Habgier. Was ist Habgier?
Die ungezügelte Gier nach Besitz, das ständige Streben nach Reichtum, es ist eine Krankheit, die den Menschen zerstört, weil der Hunger nach Besitz süchtig macht. Denn die, die viel haben, sind nie zufrieden. Sie wollen immer mehr und alles nur für sich selbst. Aber dann ist man nicht mehr frei. Man ist an Dinge gebunden, Sklave dessen, was einem paradoxerweise dazu dienen sollte, frei und unbeschwert zu leben. Statt das Geld in unseren Dienst zu stellen, werden wir Diener des Geldes. Aber die Habgier ist auch eine gefährliche Krankheit für die Gesellschaft. Die Habgier hat uns heute noch andere Paradoxe beschert. Eine Ungerechtigkeit, wie es sie in der Geschichte noch nie gegeben hat, wo einige wenige viel und viele wenig oder gar nichts haben. Denken wir auch an die Kriege und Konflikte. Es geht fast immer um die Gier nach Ressourcen und Reichtum. Wie viele Interessen stecken hinter einem Krieg? Eine davon ist sicherlich der Waffenhandel. Dieser Handel ist ein Skandal, den wir nicht hinnehmen können und nicht hinnehmen dürfen. Jesus lehrt uns heute, dass hinter all dem nicht nur einige wenige Mächtige oder bestimmte Wirtschaftssysteme stehen, sondern die Habgier, die im Herzen eines jeden Menschen wohnt. Fragen wir uns also, wie steht es um meine Loslösung vom Besitz, vom Reichtum? Beschwere ich mich über das, was mir fehlt? Oder bin ich zufrieden mit dem, was ich habe? Bin ich versucht, im Namen des Geldes und der Möglichkeiten, Beziehungen und Zeit für andere zu opfern? Bin ich versucht, Rechtmäßigkeit und Ehrlichkeit auf dem Altar der Habgier zu opfern? Ich sage Altar, Altar der Habgier. Warum habe ich Altar gesagt? Weil materielle Güter, Geld und Reichtum zu einem Kult, einem wahren Götzendienst werden können. Deshalb warnt uns Jesus mit deutlichen Worten. Er sagt, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Und aufgepasst, er sagt nicht Gott und dem Teufel, nein. Und er sagt auch nicht Gut und Böse. Er sagt Gott und dem Mammon, dem Reichtum. Er sagt also, dass man nicht zwei Herren dienen kann, aber er sagt nicht Gott und dem Teufel, er sagt Gott und dem Reichtum. Der Reichtum soll uns dienen, aber wir dürfen nicht dem Reichtum dienen. Das ist Götzendienst, eine Beleidigung Gottes. Wir könnten uns also fragen, soll man vielleicht nicht danach streben, reich zu werden? Natürlich soll man das. Es ist sogar richtig, reich sein zu wollen. Aber reich nach den Maßstäben Gottes. Gott ist der Reichste von allen. Er ist reich an Mitgefühl, an Barmherzigkeit. Sein Reichtum lässt niemanden verarmen, führt nicht zu Streit und Spaltung. Es ist ein Reichtum, der geben, der teilen will. Brüder und Schwestern, die Anhäufung von materiellen Gütern reicht nicht aus, um gut zu leben, denn wie Jesus sagt, das Leben hängt nicht von dem ab, was man besitzt. Vielmehr kommt es auf gute Beziehungen an, zu Gott, zu den anderen, auch zu denen, die weniger haben. Fragen wir uns also, wie will ich reich werden? Dem Maßstab Gottes oder meiner Habgier folgend? Und um auf das Thema Erbe zurückzukommen, welches Erbe will ich hinterlassen? Geld auf der Bank, materielle Dinge oder glückliche Menschen um mich herum, gute Werke, die nicht vergessen werden, Menschen, denen ich geholfen habe, zu wachsen und zu reifen? Gottes Mutter, helfe uns verstehen, was die wahren Güter des Lebens sind, nämlich die, die für immer bleiben. Angelus Domini, nunc siavit Maria. Et concepit Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum,
benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. Et abitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedicto frutto ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam, questum Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Filii tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defunctis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiuterium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Cari fratelli e sorelle, liebe Brüder und Schwestern, gestern Vormittag bin ich nach meiner sechstägigen Reise nach Kanada wieder nach Rom zurückgekehrt. Ich möchte bei meiner Generalaudienz am kommenden Mittwoch darüber sprechen. Es ist mir aber ein Anliegen, nun allen zu danken, die diese Pilgerreise der Buße möglich gemacht haben, die zivilen Behörden, Vertreter, die Oberhäupter der indigenen Gemeinschaften. Ich danke allen, die mich mit ihrem Gebet begleitet haben. Euch allen herzlichen Dank. Auf dieser Reise habe ich nie aufgehört, für das ukrainische Volk zu beten, das so viel leiden muss. Ich bitte Gott, dieses Volk von der Geißel des Krieges zu befreien. Wenn man die Realität objektiv betrachtet und die Schäden, die die ganze Welt und dieses Volk erleiden müssen, dann ist das einzig Vernünftige, sich an einen Tisch zu setzen und zu verhandeln. Die Weisheit möge zu konkreten Wegen des Friedens inspirieren. Ich grüße euch alle Pilger und Römer. Ich grüße die Novizinnen von Maria Ausiliatrice. Ich grüße die Gruppe der katholischen Aktion aus Valletta, die jungen Menschen aus der Diözese Verona, i ragazzi dell'unità pastorale Pieve di Scandiano. Der Papst grüßt verschiedene katholische Jugendgruppen aus Italien, die heute auf dem Petersplatz anwesend sind. Am Fest des heiligen Ignatius von Loyola grüße ich meine Jesuitenbrüder sehr herzlich. Geht weiter mit Eifer und Freude auf dem Weg des Dienstes am Herrn voran. Seid mutig. Ich wünsche euch allen einen gesegneten Sonntag. Bitte vergesst nicht, für mich zu beten. Gesegnete Mahlzeit und auf Wiedersehen. Hey, bravi. Ja, das war das Angelusgebet mit Papst Franziskus. Und er hat ja auch schon darauf hingewiesen, am kommenden Mittwoch nimmt er seine wöchentlichen Generalaudienzen wieder auf. Im Juli sind diese Audienzen ja immer ausgesetzt. Im August nächsten
Mittwoch geht es wieder los. Wir übertragen wie immer live und mit deutschem Kommentar. Und damit endet diese Live-Übertragung vom Petersplatz, den Wortlaut der Katechese des Papstes. Und den Beitrag zu diesem Angelusgebet finden Sie wie immer auf unserer Webseite und natürlich in unserem kostenlosen Newsletter. Den können Sie unter rv-news.info bestellen. Vielen Dank an alle, die heute mit dabei waren. Das war eine Sendung von Radio Vatikan für Vatikan Media. Am Mikrofon verabschiedet sich Silvia Kritzenberger. Laudetur Jesus Christus.